10 nach 11. Moin, herzlich Leute. Willkommen wieder zurück bei Kapitel 7 überlebt. Ja, heute Kapitel spielen 8. Wir The Evil Within. Noch immer. Immer noch, ja. Seit 21 Uhr ungefähr. Nee, wir haben schon früher angefangen. Ja, stimmt. Ich hab 20. 19 Uhr haben wir so was angefangen. Ja. Wir spielen schon eine Zeit lang. Um 17 Uhr hast du Sephiroth angefangen. Sephiroth. Und der Bosskampf für Kingdom Hearts. Ach ja, der ging schnell. Sephiroth. Der ging schnell, der Kampf ging an. Wo bist denn du jetzt? Ich stehe hier rum. Ich weiß nicht, was. Wir sind, glaube ich, in ein Loch gefallen. Tatsache. Oder du wolltest klettern und ich habe gesagt, mit Kreis geht schneller. Stimmt. Stimmt. Schau mal, was es hier so versagt. Du musst erstmal was machen. Erstmal regulär fortsetzen. Am Anfang des Kapitels kommt ihr oben durch einen Höhleneingang zu einem Tor, das du eine Kuppel hochziehen musst. Dann zwei Gegner besiegen, an der Kette hängt eine Madonna-Statue. Kapiert? Nein. Bisschen im Tor laufen, da Kette aktivieren. Zwei Gegner, butsch. Sephiroth! Und dann hast du es auch schon so gut wie. You don't see me. You don't see me. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich bin noch recht unentschlossen, ob er mich gesehen hat. Scheinbar hat er sich gesehen. Das ist das Original von Link. Das ist eklig. Aber passende Musik gerade. Das ist von Ich hab mich gerade gefragt, woher die Musik kommt. Hä? Das ist von der PSX-Version. Also vom Original Final Fantasy 7. Trotzdem habe ich mich gerade gefragt, woher die Musik kommt. Hä? Trotzdem habe ich mich gerade gefragt, woher die Musik kommt. Vom Tablet. Sephiroth. You don't see me and you don't see me. Fun Fact, das war das erste Musik, die man in dem Game, in dem es I Gesang gab. If you see me. Glaub, die hören dich wegen der Mucke. Ja, das wird auf jeden Fall sinnvoll sein. Du hast mich nicht gehört! Geh weg! Wieso bist du umgefallen? Du hast nur noch 6 Schuss. Ja, ich habe bei dem ganz schön viel Shotgun Money gesammelt. Bei dem. Wie heißt der? Also ich nenne ihn Metzger. In den Tresorkopf. Sephiroth! Sephiroth! Ich hab ihn auch. Ich hab ihn. Haben wir nicht hingeschaut, mach's nochmal. Kannst du dir dann eine Aufnahme anschauen? Okay, es ist aus seinem Bauch rausgesprungen und hat mich gefressen. Sephiroth. Jetzt kann ich mal den Text von dem Scheiß. Sephiroth? Burning inside with violent anger. Burning inside with violent anger. Sephiroth. Sephiroth. Fate monstruous and empty. Fate monstruous and empty. Und dann halt. Wieder Burning Inside with Violent Anger, Burning Inside Violent Anger. Hör auf, dich zu bewegen! Komm, komm, ich hab ihn durch den Stein getroffen! Do not let me die! Komm, komm, oh komm! Do not let me die! Komm, komm, oh komm! Glorious! Do not let me
die, noble, come, come. Sephiroth. Oh come, glorious, do not let me die, noble. Sephiroth, Sephiroth. Ich hab's unterladen. Nein! Ach ja, hast du bereits den Schlüssel? Ah, das ist der für 4, stimmt. Hör auf, dich zu treffen, meine Güte! Du hast drei das Schüsse. Gegen den Arzt oder so geschossen! Get down! Du hast Meter weiter daneben gezielt! Ich hasse dich! Es hat getroffen! Geh weg! Ich dachte, du hast eine unsichtbare Wand. Der ist noch nicht immer noch tot! Ich könnte bis dahin. Als ich hab den das erste Mal gesehen, das Viech hat einen menschlichen und einen monströsen Kopf. Das finde ich schaut sehr creepy aus. Was? Was? Der rechte Kopf ist menschlich, der linke Kopf ist monströs. Ja. Das schaut irgendwie creepy aus. Schleich mal ein bisschen. Das kann schleichen, hätte ich gesehen. Die! Nein, noch nicht die. Die! Warum schießt er mit deiner scheiß Armbrust? Der hat mich getötet. Die! Die! Get was ist los down! Mit dir? Hey, Shotgun-Muni. Gib mir die Muni, gib sie mir. Danke. Ach ja, ich glaube, du musst gar nicht. Du musst die Gegner sicher nicht kicken, dass sie die Blut fallen lassen. Was? Ich glaube, du musst die Gegner gar nicht kicken, dass sie den Blut fallen lassen. Also am Anfang gemeint, man muss manche kicken dazu. Ich glaube, die liegen einfach nur auf den Blut drauf. Sehr viel rough. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast 8 Gegenstände zum Sammeln. Weißt du zwischen, oder? Ja, ich hab's glaube ich schon nachgezählt einmal. Sehr viel rough. Darunter 3 Schlüssel. Hast du den ersten gefunden? Darunter sind 3 Schlüssel. Also insgesamt. 4 Schlüssel darf ich einsetzen. Ja, hast du inzwischen den ersten gefunden? Nein. Also da sind 2 Gegner. Nachdem musst du eine Kurbel aktivieren. Hey, ist getroffen! Sieh auf den Schädel, nicht auf deinen Bauch. Das ist ja auch so ein Direktion-Problem von dir. Ist, glaube ich, tot. Du stehst im Feuer. Iron Feuer! Das hat der Muni. Da ist was. Genau. Dort halten sich 2 Gegner auf. Oben an der Kette des der Winde hängt eine Madonna-Statue. Also in diesem Raum ist oben irgendwo eine Madonna. Da ist sie. Nein, weiter unten. Da. Über den Kopf. Ah. Ja, Alter, dass ich die mal gesehen habe. Ich hab da hingeschaut auf die Pfosten. Dass ich die mal gesehen habe, ist echt traurig. Das Blöde ist. Siehst du, Armbolzen drauf. Hm? Da kannst du Munition nachladen. Nicht mit einem Elektrobolzen. Schieß einfach mit einem. Ja, ich habe alle verschossen. Ich merke schon. Ja. Oh, mein Lecker. Och, mein Merkel geht um 10 nach 1 an. Es ist 11 Uhr, wir müssen aufstehen. Müssen wir nicht. Leute, wir zocken jetzt halt ungefähr 20 Uhr des Vortags. Das sind jetzt bereits 13 Stunden. Nee, ja, 15 Stunden. Die. Und du hast gedacht, die Story dauert ungefähr 8 Stunden. Ja, man kann die Story innerhalb von 5 Stunden durchspielen. Auf easy. Wenn man nicht alles easy, sammelt. Easy. Ja, wie geht's weiter? Nachdem ihr euch durch die enge Felsspalte gedrückt habt, seht ihr unten ein weiteres Tor, das mit einer Kurve anrufen wird. Bevor ihr das Tor öffnet, lauft ihr nach links zu dem Tisch mit der Lampe und startet das Abspielgerät. Auf der flachen Mauer.
Also wir haben es auch geschafft, innerhalb von 18 Stunden Resident Evil Revelations 2 drei oder viermal durchzuzocken. Dreimal. Dreimal. Das waren dann ja knapp 4 Stunden pro Run. Obwohl denn der einige sogar nach 2 Stunden, oder? Ja. Ich will immer noch den unsicheren Modus auf guten Ende machen. Nein. Doch! Nein! Doch! Nein! Das macht aber im Zügig sich dazu. Da musst du mir erstmal Ich hab's ja versucht! Den Controller wegzunehmen. Aber ich war zu schnell. Ja. Da schießt jemand auf dich. Können die Ledermäuse eigentlich Schaden zufügen? Nein. Das ist eine Falle, ist das Geschoss? Ich glaube, da trifft es dich. Ist das Falle oder Beschuss? Falle, oder? Das ist eine Falle. Ich hatte den Fallennesting-Part. Der war knapp. Ich bin verwirrt! Warum? Nach rechts musst du. Toll, jetzt die Spritze. Die wurde zur Hälfte auffüllt. Das ist gut. Du hast inzwischen gute Drogen bei dir. So. Zu welcher Felsspalte muss ich? Keine Ahnung. Zu dieser. Warte. Hör auf zu schnauzen. Also bla bla bla. Ein weiteres Tor mit einem Kurbel angehoben. Richtig unten. Warst du am zweiten Tor schon? Nein, ich bin gerade bei der Felsspalte. Bevor ihr das Tor öffnet, lauft nach links. Nachdem ihr euch durch die enge Felsspalte gesetzt, okay, durch die Felsspalte. Jetzt hier unten ein weiteres Tor. Aber bevor ihr zum Tor lauft, nach links zum Tisch, wo die Lampe ist. Bei dem Tor? Wahrscheinlich. Ey, das ist ein Tisch mit der Lampe. Huhu! Wir sind gut. Rough. Da ist die Aufnahme. Ich hab's genau gesehen. Abnormale Gehirnwellenmuster bei den Probanden 25 und 33. Lauf durch das Wasser und behaltet die rechte Höhlenwand im Auge. An zwei Stellen läuft Wasser in den Gang. Unter dem zweiten, hinteren dieser kleinen Wasserfälle ist eine Madonna-Statue. Also jetzt musst du durch einen Wassergang laufen. Gleich. Lecker? Nicht lecker. Sind das Skorpione? Oder Spinnen? Das sind Babys! Vielleicht. Ah, die machen sogar Schaden. Vielleicht droppen die ja was Gutes. Vielleicht droppen die ja so die ultimative Waffe in dem Spiel oder so. Du musst das Tor öffnen übrigens. Ich will. Au! Ich will. Au! Ich will hier erstmal die Babys töten. Du hast gerade echt auf guten Loot, oder? Hä? Du hast gerade echt auf Loot, oder? Nein, ich will die Munition haben. Welche Munition? Aber das sind so ultra viele. Das ist nur. Wieso kann ich die Pistolenmunition nicht aushaben? Weil ich Pistolenmunition fast nicht benutze. Ich hätte mich vor Tresorkopf schon beschwert, dass ich voll bin mit Pistolenmunition. Da ist aber kein Magazin drin. Sephiroth. So, jetzt musst du irgendwo das Tor öffnen. Mit einer Kurbel. Da ist die Kurbel. Irgendein Ding lebt noch. Ist doch jetzt egal. Gott. Halte ich dich mit Kleinkram auf.
wetten, der hätte mich angegriffen, wenn ich gerade am Tor gewesen wäre. Natürlich hätte er das. Hey, du bist offen. So, was muss ich nach dem Wasser machen? Da, wenn du dort durchgehst, kommen zwei Stellen rechten Wand, wo Wasser raus durchfließt oder so. Also Miniaturwasserfälle. Bei dem zweiten ist immer noch eine Statue. Bei dem zweiten ist eine random Statue. Madonna. Rechts. Das ist Pistolmoni. Und Suppe. Suppe. Komischerweise kann ich mich schlagen. Das ist der erste, das ist der zweite. Das ist eine Madonna. Hab sie. Sehr schön. Und warte, da. Direkt danach kam auch noch irgendwas. Nach dem gefluteten Gang quetscht ihr euch wieder durch eine Felsspalte und seht einen aufgespießten Mann an der Wand. Links vor dem Toten. In der Falle. Oh, da liegt ist eine ein Dokument. Töte sie. Die ist schon tot. Da verbrennen sie. Im Wasser. Ist jetzt egal. Tot! Einfach... Renn einfach tot. Durch. Tot! Sephiroth! Sephiroth! Tot den Sephiroths. Nein, Sephiroth ist cool. Da fliegt eine Maus! Du hast sie echt weggestoßen. So, deflect the mouse! Hier ist noch Pfizer. Lach einfach durch. Du kleine Mumu. Was denn geht's noch? Ist egal. Du triffst eh nicht! Dein Scheiß Ernst? Weißt du, was ein gutes Game für uns wäre? Die Gegner sind, glaube ich, taub. Ich glaube, Sniper-Elite wäre für uns ein gutes Game. Zum Snipern lernen. Fuck off, da sind zwei Gegner. Und wahrscheinlich ist kein einziger daran gestorben. Pierce, du. Sag ich doch, der lebt noch. Au, oh, Babys. Egal, das ist ein großer. Wirst du gerade anzünden können? Im Wasser. Babys! Du konntest sie gerade im Wasser anzünden. Ich hab sie einfach zusammengelatscht. Kann ich auch. Der lebt auch noch. Hui. Der sowieso. Latsch. Auch durch. Ich sehe keine Munition von denen. Sniper-Munition wäre ein bisschen cool. Ich sag's dir, weh, ich geh in Kapitel 15 wegen dir ohne Munition rein. Du kriegst da extra einen Raketenwerfer in dem Kapitel. Kapitel 15, Alter. Was muss ich danach machen? Da ist links ein toter Dude. Ein toter Dude. Und eine Falle. In der Falle ist. Eine Falle, in der Falle, in der Falle, in der Falle. Fall Inception. Erstmal toter Dude suchen. We must go deeper. Links, toter Dude. Irgendwo. Ich glaube, ich sehe ihn. Ist er das? Ja, es scheint das zu sein. Ja, auch dezent. Ja. Ah, Wecker Nummer 2. Wie viele Wecker stellst du dir? 5. Warum? Zum Aufwachen. Ich stell mir ein. Guck mal, Bomben. Guck mal, Suppe. Jetzt geh zu dem toten Dudin. Guck mal, Suppe. Ich will keine Suppe. Ich will einen Eintopf. Hätte echt mal wieder Bock drauf. Sephiroth! Cloud! Was machst du? Jetzt geh zu dem toten Dude hin. Ich hab Angst vor dem toten Dude. Da ist eine Falle. Ah! Ist es die? Ja. Notiz aus der Höhle.
Ich bin zu tief reingegangen und natürlich war es eine Falle. Sophia hat mir so oft gesagt, ich soll damit aufhören, aber es war nur noch ein kleines Stückchen bis zur Wahrheit. Ich wusste, es würde schwierig werden, aber ich war so dicht dran. Ich spürte einen ganz leichten Luftzug unter der Tür. Sie musste nach draußen führen. Die Platte, die ich gefunden habe, könnte in den Schlitz passen. Oho. Wahrscheinlich ist das der Schlüssel, aber wie herum gehört er? Die Chancen stehen 50 zu 50 und ich laufe hier schon seit einer Ewigkeit auf und ab und kann mich nicht entscheiden. Sophia. Sophia, wenn ich es nach draußen schaffe, schließe ich dich in die Arme. Ich werde dir sagen, dass du recht hattest und ich werde dich nie wieder loslassen. Wer ist Sophia? Sophia ist anscheinend die Wand. Erstmal aufpassen, Falle. Ich weiß nicht, wie du sie triggerst. Ach, ne? Echt? Das ist eine Falle? Hätte ich nicht gedacht, dass das eine Falle ist. Überhaupt Renn nicht. durch. Safirov, da ist die Komm, rennen Sie Platte. erstmal. Warte, warte, das war's, was? Was hast du gerade gemacht? Ich habe ihn angeschaut. Interessant. Was ist runtergefallen? Das ist die Steinplatte. Interessant. Ach, muss vielleicht einschieben. Zwei Schlitze. Nachdem da Blut dran ist, sollte ich, glaube ich, die Seite benutzen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Oder Blut ist die richtige Seite. Also die andere. Nee, aber wenn Blut dran ist, dann ist die Falle ja schon zugegangen. Ja, stimmt. Dann ist das Blut ja dran gespritzt. Ja. Deswegen hat er die falsche Seite benutzt. Das kann sein. Und jetzt stirbst du. Bist du Ich zufrieden? hatte gerade ein bisschen Angst. Ich nicht. Sephiroth! Also, du landest jetzt gleich in einem Fürstenparadies. Korridor. Wenn du im Korridor bist, sofort umdrehen und ein paar Schritte gehen, dann hast du ein Kartenfragment. Was? Du landest gleich durch. Wie durch? Magie. In einem Korridor von der Anstalt. Wenn du im Korridor bist, sofort umdrehen und da liegt dann das Kartenfragment. Ja, nämlich deswegen. Wer ist das? Leslie. Warum kann Nessie das auf einmal? Magie. Also umdrehen. Am besten mit der Ich Kamera. kann mich mit der Kamera nicht umdrehen. Kannst du. L1 gedrückt halten und dann schlagartig von oben nach unten drücken. Ja, aber ich konnte die Kamera gerade nicht bewegen. Achso, okay. Die war gerade zentriert. Lauf in der Anstalt bis zum anderen Ende des Korridors und geht wieder den Doktor. Nach der Sequenz mit dem Doktor findet ihr auf einer liegen im OP-Raum ein Dokument. Ist es nicht schon wieder der, wo vom Anfang? Mit dem Das ist Humpel-Sheriff? der Korridor. Nee, das ist der Korridor vom Anfang, da wo die Polizisten, glaube ich, erschossen wurden. Doc. Oder? Keine Ahnung. Was zur Hölle ist hier los? Hallo Ich habe Marcello. keine Zeit. Ich Hey, muss wir sind wieder rausfinden, wie ich den vereint. Prozess rückgängig machen kann, um ihn zu stoppen. Wen? Diesen Ruvik? Wer zum Teufel ist er? Tut mir leid, ich muss weitermachen. Ich kann recht wenig tun, wenn Sie mich im Dunkeln lassen. Und Sie werden meine Hilfe brauchen. In diesem Raum sind drei Secrets versteckt. Wir forschten an einer Und Methode, dann war, hast du das die Level Zukunft geschafft. erklären. Ja, da drin ist Also Boss sind Problem. Es ging darum, Gehirne zu Riesen kopieren. Boss? Ja. Geil! Du musst mir Auf sagen, wo sie sind. biochemischer Ebene alles miteinander zu Wusste. teilen. Hä? Gefühle, Wusste. Erinnerungen, Wahrnehmungen, alles. Ich sag's dir Direkt. schon. Also eins liegt auf einem Völlig OP-Tisch. neuartig. Ihre Bedeutung für die Psychologie, Arzneimittelforschung, das Bewusstsein selbst. Warte, ich darf im nächsten Part gar keine Unseres Schlüssel Ernst? benutzen. Doch Das ist zwei. doch völliger Wahnsinn. Ich durfte in diesem Ich Part habe nie auch gesagt, keine das wäre Schlüssel benutzen. perfekt. Besonders nicht mit so Das einem ist nicht mein Problem, wenn du keine labilen Safe Defekt. Area bekommst. Großartig. Ihr Partner ist also ein Doch verdammter drei. Psychopath. Das ist Und das, wir was von sind alle in diesem seinem Part. Kopf. Nicht richtig, nein. Wir alle tragen etwas dazu bei. Warte kurz, du hast begonnen Aber um er 10 ist vor der 11, oder? Einzige hier mit bewusstem Einfluss. Hm? Sie Du hast wissen um doch, 10 wer vor er 11 wird. begonnen. Was will er?
Nun, das 10,50. Ist nur eine Theorie, aber ich denke, er will unseren Tod. Ja? Was? Du hast um 10.50 Uhr begonnen mit der Aufnahme. Um 50? 25 Minuten bis jetzt. Ui. 26 Minuten. Hey, da ist dein Gehirn. Ja, das ist Rubiks Kopf. Da liegt was. Ja. Doktor? Tagebuch von Sebastian Castellanos, 16. Juni 2009. Heute ist Lillys erster Tag im Kindergarten. Sie ist so ein tapferes Mädchen und es scheint, als würde sie sich dort gut zurechtfinden. Mira, Gott beschütze sie, hat 3 harte Jahre hinter sich. Ein Baby großzuziehen ist ein Vollzeitjob. Und jetzt bekommt sie endlich die Pause, die sie verdient hat. Den Tod. Mit Pause meine ich ihre Rückkehr zum KCPD, in das Dezernat für vermisste Personen. Die Anzahl der vermissten Fälle in der Gegend scheint zuzunehmen. Wenn wir der Sache nicht bald auf den Grund gehen, wird es niemanden mehr geben, der noch ermitteln kann. Denn dann werden alle verschwunden sein. Ich übertreibe natürlich, aber in Crimson City geht irgendetwas vor, das gestoppt werden muss. Und Mira wird uns dabei helfen. Sie ist eine verdammt gute Polizistin. Sehr glücklich darüber, wieder zurück in ihrem Element zu sein. Wo ist die zweite? Ein Gerät mit einem Gaszylinder. Da. Notiz aus Forschungslabor. Proband Nummer 18, Verbindung hergestellt, Beginn des Verfahrens. 2.45 Uhr, ungewöhnliche Gehirnwellenaktivitäten festgestellt, wurde auch bei uns. Um 2.45 Uhr. 2.58 Uhr, Herzstillstand, Reanimation nicht möglich, war auch bei uns. Hm? Bei uns beiden jetzt. 2.58 Uhr, kurzzeitig tot. Okay. Proband Nummer 19, Verbindung hergestellt, Beginn des Verfahrens. 1.24 Uhr, ungewöhnliche Gehirnwellenaktivität festgestellt. 1.48 Uhr, Herzstillstand. Alter, wie lange ist der Scheiß jetzt? Proband Nummer 20, Verbindung hergestellt, Beginn des Verfahrens. 1.43 Uhr, ungewöhnliche Gehirnwellenaktivität festgestellt. 1.52 Uhr, Herzstillstand, Reanimation nicht möglich. Lapp, 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 gleiche Zeit, also gleiche Thema, andere Zeit. Gleiches Thema, andere Zeit. Proband Nummer 23, Verbindung hergestellt, Beginn des Verfahrens. 3.31 Uhr, ungewöhnliche Gehirnwellenaktivitäten festgestellt, Puls, Atmung, Blutdruck, Temperatur steigt. 4.24 Uhr, erlangt das Bewusstsein wieder. 4.37 Uhr, Stabilisierung der Lebenszeichen. Kann es sein, dass Nummer 23 Ruvik ist? Nein. Sondern Leslie? Das wirst du am Ende des Spiels erfahren. Wo ist das dritte? Geh zu dem Ausgang von dem Raum. Ja, da. Das ist mit einigen Rohren versperrt. In einem Rohr ist Madonna-Statue drin. Da, wo ich davor stehe. In einem ist eine Nonnenstatue. Jetzt hast du schon verkackt. Hä? Du hast schon verkackt? Nein, hab ich nicht. Doch. Ich hoffe es für dich. Hä? In einem Drohr ist man dann eine Statue drinne. Auf die Statue schießt, dann kommt der Schlüssel raus. Nein, habe ich nicht. Vor allem, was ich halt gerade nicht verstehe, da steht, der OP-Raum ist versperrt mit Rohren. Was? Der OP-Raum. Ach so, dann hier. Da ist er. Ah. Entschuldigung, mein Fehler. Das war's. Ist das Hundi? Hm? Ist das Hundi? Wieder unser Hundi von vorhin? Nein, das ist nicht unser Hund, Freund. Achso, schade. Du hast doch gesehen, wie er aus den anderen Räumen rausgekommen ist. Ja. Ah!
Hey, guck mal, wo ich bin. Hi, Ruvik. Das ist interessant. Hi, Ruvik. Das ist interessant. Kapitelende. Das ist scheiße für dich. Also ich habe 3 Schlüssel benutzt. Das sind die Babys. Nein. Doch, fast. Das ja, sind, das, sind das war ein Kapitel kurzes Kapitel. 8. Das wow. waren 30, 31 Minuten. Ja. Ja. Mein ganzes Kapitel in einem Part geschafft. Haben wir schon mal. Wir werden besser. Haben wir schon mal geschafft, am Anfang. Fragen wir uns mal einen Speicherplatz. Lass mich. Nein. Du weißt ganz genau warum. 25 Minuten und 6 Sekunden. 4 Sekunden. Nein, 25 Minuten und 4 Sekunden. Sag ich doch, Spear. Dann ja. ein. Noch ein. Schönen, was auch immer ihr gerade habt. Tag, Nacht. Bis früh. Zum nächsten Fick. Mal. Bis dann. Ich bin gleich wieder dran. Yay. Oh ne.